Diese Podcast-Folge ist eine für mich ganz besondere, denn ich hatte wirklich die große Ehre, mit einem der bekanntesten weiblichen Gesichter ganz Deutschlands sprechen zu dürfen, und zwar mit Nina Ruge. Nina Ruge war in den 90er Jahren und auch nach der Jahrtausendwende einige Jahre das absolut bekannteste Gesicht in Deutschland, denke ich jetzt mal, unter allen Frauen. Denn sie war die berühmte Nachrichtensprecherin beim ZDF, hatte auch bis 1997 ihre eigene Nachrichtensendung noch mit Heute Nacht. Und bis 2007 moderierte sie ja dann auch noch das Gesellschaftsmagazin Leute Heute. Das heißt, sie war in dieser Medienwelt wirklich gesetzt, sie war ein Star, sie war bekannt. Und genau darum geht es auch in diesem Interview. Wie kann ein Mensch, der so in der Öffentlichkeit steht, mit diesen ganzen Rahmenbedingungen, mit dem Druck, mit dem Stress auch umgehen? Und vor allem, wie schaut sie heute auf diese Zeit? Denn Nina Ruge ist ein ganz großartiger Mensch, finde ich, der sich auch extrem weiterentwickelt hat und die heute eine, wie sie es nennt, eine moderne Spiritualität lebt. Und wie sie mit dieser spirituellen und neuen Sichtweise jetzt aufs Leben schaut, wie sie ihr altes Leben sozusagen, ihre Vergangenheit bewertet, was sie aus den großen Höhen, die sie erlebt hat, aber auch aus den schwierigen Phasen ihres Lebens, was sie da alles gelernt hat, das erfährst du jetzt in diesem Interview, in diesem Gespräch, das ich mit ihr führen durfte. Nina Ruge ist heute auch erfolgreiche Buchautorin, hat schon mehrere tolle Bücher geschrieben. Aktuellstes Buch ist das Buch »Sei du der Leuchtturm deines Lebens, selbstbestimmt und frei durch innere Führung«. Du findest den Link zu diesem Buch unten in den Shownotes, genauso wie zu anderen Büchern von ihr. Sie ist heute auch Moderatorin bei großen Kongressen, bei Podiumsdiskussionen im Wissenschafts- und Technologiebereich, auch zu finanzpolitischen Themen, und sie ist UNICEF-Botschafterin und eben, wie gesagt, vor allem eine ganz besondere, tolle Frau mit sehr, sehr viel Weisheit, sehr viel Tiefgang und natürlich auch sehr viel Erfahrung und tolle Ausstrahlung. Kleiner Hinweis, wir haben dieses Interview geführt in einem Hotel, in der Lobby eines Hotels oder in so einem Nebenraum, wo Leute auch gefrühstückt haben um uns rum. Das heißt, es ist nicht ganz so ruhig. Du wirst mit Sicherheit einige Nebengeräusche hören. Ich denke trotzdem, dass du mich und auch sie gut verstehen wirst, aber sorry für die kleinen Nebengeräusche am Rande. Wir hatten da nicht die Möglichkeit, alleine in einem Raum zu sein. Und das tut aber dem Inhalt des Gesprächs, glaube ich, keinen Abbruch. Also, lass uns einsteigen in mein Gespräch mit Nina Ruge oder Auszüge aus diesem Gespräch und lerne von einer außergewöhnlichen Frau, die ein außergewöhnliches Leben schon geführt hat und auch weiterhin führt. Viel Spaß bei dieser Folge vom Erfolgsoffensive Podcast. Let's go! Hat sich für dich diese Definition, was für dich ein gelungenes Leben ist, hat sich das verändert über die Jahre, weil deine Lebensreise ist ja spektakulär, sage ich jetzt mal. Ne? Damals ja auch vielleicht ein bisschen teilweise schwerpunktmäßig in ein bisschen einer anderen Welt, als du es jetzt ja auch bist. Hat sich diese Definition verändert? Natürlich. Ja? Das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Unterschwellig war ich immer auf der Suche. Und das war mal bewusster, mal weniger bewusst, um ein ganzheitliches Leben zu führen. Und darunter verstehe ich zum einen meine große Lust an Leistung, an etwas erreichen, aber auch an mich extrem fordern und immer wieder neu auszutesten und immer weitere oder höhere Hürden zu nehmen. Und auf der anderen Seite innen stabil zu werden und innen mein Leben zu vertiefen. Mhm. Und in dem Gefühl von einem Frieden und einer großen Zufriedenheit zu leben. Mhm. Das so hat sich dann auch deutlich herauskristallisiert, was ein gelungenes Leben für mich darstellt. Und das ist nicht nur rein rational zu definieren, sondern das hat auch die Dimension des Spirituellen. Du sagst, du lebst eine Art von moderner Spiritualität. Ich glaube, so formulierst du es auch in deinem Buch. Wie würdest du das auf den Punkt bringen? Ich glaube, heutzutage gibt es ja so eigentlich schon so einen
ja, so eine Bewegung in der Gesellschaft, die auch diese Spiritualität, glaube ich, neu entdeckt, was mit Religiosität überhaupt nicht unbedingt was zu tun haben muss. Wie würdest du das für dich definieren? Was ist für dich diese Spiritualität, die du ja auch lebst, glaube ich, auch ganz intensiv? Die Vokabel spirituelle Intelligenz gefällt mir sehr gut, weil sie schon darauf hindeutet, dass hier zwei Ebenen verbunden werden oder in den Dialog treten. Wir kommen aus einer ganz, ganz langen Phase der sehr starken Wissensorientierung und Verstandesorientierung, die wichtig war, gerade nach dem Zweiten Weltkrieg, um den Wiederaufbau und auch das sich wieder selbstfinden in irgendeiner Form zu definieren. Aber dann war sehr schnell spürbar, dass eine ganze Dimension fehlt. Und wir spüren es in unserer Gesellschaft, denke ich, sehr, sehr stark, dass viele Menschen verloren sind. Wir spüren es an der Drogenthematik, wir spüren es an der Depressionsthematik und vielen anderen mehr. Deshalb bin ich der tiefen Auffassung, dass wir jetzt wieder in einer Phase leben, und das ist in der Menschheitsgeschichte sicherlich schon mehrfach geschehen. Ich bin allerdings Anhängerin einer spiralförmigen Bewusstseinsentwicklung der Menschheit. Jetzt sind wir wieder auf einer neuen Ebene, in der die beiden Seiten verbunden werden müssen oder in den Dialog treten müssen, um in diesem neuen Bewusstsein die Herausforderungen der Zukunft überhaupt meistern zu können. Und in diesem Bewusstseinsprozess meine ich, mich zu befinden und mich zu trainieren, und suche auch Gleichgesinnte in Häkchen, um mich in dieser Richtung weiterzuentwickeln. Es geht über die Frage nach dem Sinn des Lebens schon ein Stück weit hinaus, ne? Ich glaube, für viele Menschen ist so Spiritualität immer mit dieser Sinnfrage ausschließlich verbunden. Ich glaube, das ist nur ein kleiner Aspekt davon, oder? Die Sinnfrage ist zentral. Denn ich denke tatsächlich, ist, wenn ich mich offen, ehrlich und radikal frage, weshalb bin ich auf der Welt, dann eröffnen sich mir Dimensionen, die mir Halt geben, Orientierung und Kraft und auch Tiefe. Also als Leitstern ist diese Frage wichtig fürs Leben. Und würdest du sagen, du hast ein erfolgreiches Leben bisher? Würdest du es so definieren? Weil ich meine, du warst und bist ja nach wie vor, glaube ich, eins der bekanntesten auch weiblichen Gesichter in Deutschland, oder? Wenn ich zurückdenke an die Zeit, als ich Referendarin war und dann Studienassessorin und dann Studienrätin und diese starke Sehnsucht aufkam, die diesen schlichten Satz kannte, das kann nicht alles gewesen sein. Wenn ich das mit dem vergleiche, wie ich heute lebe, dann bin ich glücklich, dass ich mir diese Sehnsucht wirklich erfüllen konnte. Konnte mich immer weiterentwickeln, konnte immer wieder Neues anfangen und habe auch viele Niederlagen eingesteckt und vieles erleben dürfen und erreichen dürfen, wovon ich nicht geträumt hätte. Ja, da würde ich sagen, das ist ein erfolgreiches Leben. Was nicht möglich war, war Familie. Das finde ich ist ein wichtiger Punkt. Weil zu der Zeit, als ich begann aufzubrechen, da war an eine Form von Kinderbetreuung oder Kita, Full Service überhaupt nicht zu denken. Und ich dachte auch überhaupt nicht daran. Also ich komme aus einer Generation von Frauen, die waren, ich war so fasziniert von der Idee, dass ich eine der ersten Generationen, ich würde mal sagen, die zu der ersten Generation von Frauen gehöre, die machen können, was sie wollen. Und das war so stark, dieser Impuls, auch letztlich Pionierin in gewisser Weise zu sein, dass mich Familie und zu Hause bleiben eventuell für die Aufzucht von Kindern, das hat mich sowas von abgeschreckt, dass ich diesen Weg überhaupt nicht einschlagen konnte und wollte. Was ich heute in gewisser Weise schade finde, aber totalen Frieden geschlossen habe, weil ich einfach verstehe, wie ich war, und es gab gar keine Alternative. Ich war so besessen von der Idee, Neues zu tun und mich und wirklich frei zu sein, unabhängig. Ein Studium mit Beamtenstatus und Pensionsanspruch hinzuschmeißen und neu anzufangen, das war eine so starke Droge zur Selbstentwicklung, dass es da gar keine Alternative gab. Ja, okay.
Was ist heute für dich Erfolg? Wie definierst du heute Erfolg? Wann ist denn Erfolg wirklich Erfolg? Weil ich glaube, vieles, was man in der Welt sieht, was Menschen als Erfolg definieren, ist beim näheren Hinsehen manchmal nicht wirklich Erfolg. Innerer und äußerer Erfolg. Mhm. Das gehört für mich zusammen. Mhm. Äußerer Erfolg ist, muss ja nicht Bekanntheit sein, sondern kann eben eine Position erreicht zu haben, entweder ein Unternehmen gegründet und aufgebaut oder innerhalb eines Unternehmens erfolgreich zu sein, innerhalb eines Verbandes, also, oder einer Hilfsorganisation, also auch beispielsweise UNICEF-Chef zu sein. Mhm. Das ist für mich auch ein großer Erfolg. Mhm. Also Dinge bewegen zu können, die die Welt ein bisschen besser machen oder, um das so naiv zu formulieren, oder schlicht besser, oder aber auch neue Produkte zu entwickeln, in die Welt etwas Neues zu bringen. Und damit verbunden auch ein gewisser materieller, persönlicher Wohlstand. Finde ich auch extrem angenehm. Ich habe so wenig Geld gehabt, als ich studiert habe. Und dann habe ich frühzeitig meine Stundenzahl als Lehrerin reduziert, um nebenbei dann an der Filmhochschule studieren zu können und so. Also ich habe so erst mit 40 angefangen, Geld zu verdienen. Okay. Ich weiß es, was es bedeutet, keins zu haben. Mhm. Und ich empfinde das als einen unendlich beruhigenden Effekt, dass ich nicht von der Hand in den Mund leben muss. Also auch das ist ein wunderbarer äußerer Erfolg. Die Frage ist nur, wie stark bin ich fixiert darauf? Mhm. Und wie sehr verliere ich den inneren Erfolg und die innere Entwicklung zu einem Ziel, das ich selbst definiere, aus den Augen. Denn unsere innere Welt ist für sehr, sehr viele Menschen verschlossen, setzen sich kaum damit auseinander und verlieren damit auch jeglichen Halt, also der Anker. Mhm. Wenn kein Anker da ist, dann fange ich an zu trudeln. Mhm. Und ich kenne viele Menschen, die äußerlich sehr erfolgreich sind, die es im Inneren so gar nicht waren und sind. Mhm. Und mit denen ich um nichts in der Welt tauschen wollte. Mhm. Nochmal zurück zu dir und zu deiner Karriere. Du hattest damals deine eigene Sendung, du warst jeden Tag präsent, Millionen von Menschen haben dich gesehen. Gibt es irgendeinen Aspekt, wo du sagst, eigentlich schade, dass das ein bisschen auch vorbei ist? Oder sagst du, nee, Gott sei Dank ist es vorbei? Also, in meinem Fall, ich glaube, ich bin da so ein bisschen Spezialfall, ist ja eine relativ hohe Popularität und Bekanntheitsgrad verbunden mit einer bestimmten Programmfarbe. Das ist ein Häkchen Boulevard. Ich bin ja gekommen aus 8 Jahren Nachrichtenjournalismus und habe viel Politikwirtschaft moderiert und habe mich dann entschieden, einfach weil ich wieder was Neues aufbauen wollte, dieses Leute-Heute-Format zu entwickeln. Und ich habe total unterschätzt, dass doch die Schubladen in Deutschland medial extrem stark zu knallen und relativ schwer wieder aufzubauen sind. Also ich bin dann diese Boulevardfrau. Mhm. Also 10 Jahre, dieses Image klebt mir jetzt nicht mehr ganz so stark an. Das ist ja schon über 10 Jahre her. Seitdem bin ich auch nur in Politik und Wirtschaft weiterhin unterwegs. Oder wieder erneut. Mhm. Deine Frage war, ob ich das vermisse. Ich vermisse ein wenig die Fähigkeiten, die ich entwickelt habe. Und ich glaube, ich kann jetzt ein bisschen was in den fast 30 Jahren Fernsehen, die anzuwenden. Mhm. Weil ich einfach gar nichts mehr mache im Fernsehen seit einem Jahr. Das finde ich schade, weil es einfach total viel Spaß macht. Und es hat zwei Gründe. Der eine Grund ist, dass ich sehr stark eben über Boulevard-Thema etikettiert war und damit eine neue Karriere, Fernsehkarriere in Sachen Wirtschaft, Politik oder was auch immer, aber nicht Boulevard, gar nicht möglich war. Für Boulevard war ich aber irgendwann zu alt. Mit 51, glaube ich, aufgehört. Mit Leute heute. Jetzt bin ich 61. Und das ist das zweite Thema. Frauen im deutschen Fernsehen, öffentlich-rechtlichen Fernsehen, sind ab 55 eigentlich mehr existent. Und das hat etwas mit der Strukturproblematik der Öffentlich-Rechtlichen zu tun, weil sie nicht ins Netz dürfen, junge Zuschauer verlieren und jetzt mit den Mitteln jüngerer Moderatoren versuchen, zumindest ein paar jüngere Zuschauer zu halten. Das ist aber kein
Vorwurf, das ist einfach eine Feststellung, die halt dann die Konsequenz für mich hat, dass ich im Fernsehen nicht mehr vertreten sprich. Ich habe großen Frieden geschlossen damit, dass ich nicht mehr im Fernsehen präsent bin, vermisse die Tätigkeit durchaus und bin in vielen Kongressen und großen Veranstaltungen mit großer Leidenschaft aktiv, bereite gerade den Energieeffizienz in der Produktionsgipfel vor, in Stuttgart, der nächste Woche ist. Moderiere weiter den deutschen Maschinenbaugipfel, den deutschen Schulleiterkongress, den deutschen Ausbildungsleiterkongress. Ja, haben wir uns gesehen. Aber auch, was weiß ich, viele andere Veranstaltungen. Und nutze die Zeit, weil ich mir ein Leben in Untätigkeit überhaupt nicht vorstellen kann, für das Schreiben meiner Bücher und das nächste Online-Coaching. Da bin ich jetzt gerade dabei, wenn ich wieder in der Toskana bin, für den Sommer das neue Projekt zu entwickeln. Okay. So, rückblickend auf deine öffentliche Karriere, sage ich jetzt mal, was waren denn so vielleicht 2, 3 große Fehler, wo du sagst, das waren so eigentlich meine größten Fehler, wenn ich nochmal von vorne starten würde, das würde ich, glaube ich, anders machen. Kann ich tatsächlich so nicht sagen, weil ich von Anfang an Freelancer war. Das heißt, ich wollte mich nicht fest anstellen lassen. Ich war es lange genug als Beamtin und dann bei Rias noch und wollte die Freiheit haben, für viele verschiedene Sender, natürlich aus der Sendergruppe, weil es nicht anders ging, zu arbeiten. Und so habe ich immer die Chancen, die sich mir boten, genutzt. Und habe eigentlich möglichst immer 4, 5, 6 Bälle in der Luft gehabt. Was dazu führte, dass auch immer wieder welche runterfielen, weil irgendeine Senderentscheidung, neue Programmteile und so weiter, damit mein Programm auch abgesetzt hatten. Aber es waren immer so viele Bälle in der Luft, dass ich immer so wahnsinnig viel zu tun hatte. Aber in der Hinsicht, was dann die Sendungen, die ich moderiert habe, das habe ich nicht selbst entschieden, das wurde immer senderseitig entschieden. Nicht unbedingt, glaube ich, auch aufgrund von Fehlern, die ich gemacht habe, sondern einfach neue Programmstrategie. Also, die Frage, ob ich Leute heute hätte starten sollen oder nicht, die stelle ich mir heute nicht, weil ich damals sehr intensiv nachgedacht habe, wie ich wieder bisschen mehr Lebensqualität in mein Leben bringen könnte. Und da ich nach 4 Jahren Frühstücksfernsehen morgens um 2 aufstehen, heute Journal, abends um 22 Uhr ins Bett kommen, um 0 Uhr ins Bett kommen und dann heute Nacht die tägliche Nachrichtensendung, da bin ich morgens um 1 oder um 2 ins Bett gekommen. Ich hatte wirklich kein Privatleben mehr. Die Entscheidung, Leute, heute zu beginnen, war eine private Entscheidung oder für eine Entscheidung für mein Privatleben, weil ich einfach mal abends wieder Freunde treffen wollte und mein asoziales Leben wieder ein bisschen in ein sozialeres verwandeln wollte. Also es war von meiner Karriereplanung her ein Fehler, dass ich Leute heute begonnen habe, weil ich habe beispielsweise trotz der 30 Jahre Fernsehen nie einen Fernsehpreis bekommen. Das ist, für mich ist kein Ziel, aber es ist ein Symptom, ob man als erfolgreich gewertet wird oder nicht. Andere, die im Heute-Journal moderieren oder die weiß ich nicht, Talkshows der politischen Natur moderieren, diese werden mit Preisen überschüttet. Ich habe nicht einen einzigen bekommen. Ich glaube nicht, weil ich so schlecht war, sondern weil ich diese Programmfarbe bedient habe. Also von daher, vom äußeren Erfolg gesehen, war das ein Fehler. Von meiner gesamtheitlichen Rückschau war es völlig gut. Gibt es einen Fehler in deinem Leben, wo du sagst, von dem habe ich am meisten gelernt oder das war, also entweder, dass ich es anders machen müsste oder weil sich daraus irgendwas Großartiges ergeben hat? Ja. Auch unabhängig von der Karriere? Ich bin ein Mensch, ich habe wirklich immer mein Bestes gegeben, auch in Beziehungen, auch Privatleben. Was aber eine Begleiterscheinung war, dieses auch oft Umziehens und so viel Arbeitens und Nachtsarbeitens,
ist, dass ich so ganz enge, tiefe Freundschaften immer nur phasenweise hatte. Mhm. Die es dann zum Teil auch kaputt ging aufgrund eines unterschiedlichen Tempos der Entwicklung oder auch des Verständnisses. Mhm. Wer so auch zum Beispiel in der Phase, als die Mauer fiel, und da habe ich im Heute-Journal angefangen, das war eine Zeit, ich kann mich überhaupt nicht mehr an private Kontakte erinnern, weil wir Tag und Nacht, ich habe heute schon mal gemacht, Frühstücksfernsehen, Dreisat, die politischen Abendsendungen. Ich kann mich überhaupt nicht mehr erinnern, da irgendwo in der Kneipe gesessen zu haben oder mit Freunden im Biergarten. Das war dann so intensiv, dass eine intensive Freundschaft zu meiner Freundin Yvonne, die hat gehalten. Aber ein starkes Netz von Freunden, das habe ich nicht entwickelt. Ja. Und das hat sich auch immer wieder verändert. Das war mir aber auch dann so, dass das nicht mehr im Rahmen des Möglichen war. Und damit auch Familie natürlich in der Form nicht. Also heutzutage würde man sagen, da hat das damals war es ein Hype im Endeffekt, ne? Auch um deine Person und so weiter. Es war vor allem ein Arbeitsheim. Ja, genau. Mhm. Was hast du für dich aus dieser extrem lauten und turbulenten Zeit, was hast du für dich da als Schlüsselerkenntnis mitgenommen? Was hast du da in der Zeit für dich, für dein Leben erkannt? Ganz vieles. Dass jeder Mensch allein ist. Mhm. Es gibt ja keine einsamere Situation als die vor der Kamera. Mhm. Vor allem, wenn es live ist und in turbulenten politischen Zeiten, wo während der Sendung regelmäßig noch Dinge reinkommen, die du innerhalb von 3 Sekunden umarbeiten und dann sofort präsentieren musst. Da habe ich bis heute zum Teil auch noch Albträume, weil es ein solcher Druck war, der ist grenzwertig. Okay. Aber ich wollte das so. Ich wollte vor der Kamera es lernen, authentisch zu sein. Mhm. Letztlich im Rückblick war das der Impuls. Es ging nicht darum, ich will bekannt sein, ich will berühmt sein, sondern ich will diese Situation aushalten. Und ich will dabei auch letztlich mich selber bleiben. Mhm. Das war eine interessante Form der Selbsterfahrung. Ja. Muss man nicht jedem empfehlen. Weil man tatsächlich in der Live-Situation in einer Millionen-Zuschauersendung ist man so präsent, das ist ein solcher intensiver Flow. Das ist eine Riesenchance für Selbstentwicklung, weil man selten so gefordert wird. Ja, und was meinst du mit dem Satz, dass du hast gelernt, dass der Mensch allein ist? Ja, das ist die Situation vor der Kamera. Mhm. Und das ist auch die Situation, letztlich dann so ausgestellt zu sein. Mein damaliger Chefredakteur hat immer gesagt, dass, wenn du deinen Kopf zum Fenster raushältst, dann darfst du dich nicht wundern, wenn ein Blumentopf drauf ist. Also auch eben in der Presse bloßgestellt zu werden, in der Presse extrem angegriffen zu werden. Durch die Straßen zu gehen und zu denken, oh, die haben jetzt die Bild-Zeitung gelesen, die gucken dich so komisch an. Also mit der Situation der Medienbekanntheit ist auch eine unglaubliche Einsamkeit verbunden. Hattest du das sehr stark? Bist du stark angefeindet worden teilweise auch in Medien? Es gab 2-mal Phasen, in denen es eine sich selbst aufschaukelnde Welle gegen meine Person gab. Okay. Das eine war, als ich die Nachtnachrichtensendung heute Nacht gestartet hatte, die dann wechselnde Anfangszeiten hatte und so weiter. Wir waren auch gut, kein klares Konzept. Und kurz davor waren wieder abgesetzt zu werden, weil die Quoten nicht stimmten. Und da gab es ein Bild-Zeitungsredakteur hat mir ganz cool gesagt, wir haben dich nur deshalb so lange hochgeschrieben, damit wir dich irgendwann mal abschießen können, wie eine Flugente. Das hat er so gesagt? Ja, hat er so gesagt. Und dann, wenn eben erstmal ein großes Medium geschrieben hat, Nachteule Nina im Sturzflug zum Beispiel, oder bei der Bunten gab es eine Überschrift, die Toten und die Quoten, da lag ich in einem Quotensarg. Und das haben dann alle abgeschrieben. Das ist echt heavy.
Das ist vielleicht ein interessanter Punkt, weil ich glaube, das können sich die meisten Menschen nicht vorstellen. Was bedeutet sowas? Weil dann kann man sagen, na gut, es hat eine Schlagzeile, die meisten Leute lachen drüber, aber die haben sie auch 10 Minuten später wieder vergessen. Aber was bedeutet denn das für den Betroffenen? Was passiert denn da im Hintergrund, was die Leute gar nicht sehen? Na, das ist eine Existenzangst, weil ich ja Freelancer war. Und wer so richtig runtergeschrieben wird und die Sendung verliert, der kriegt so schnell kein Bein mehr auf den Boden. Also das war für mich eine existenzielle Krise und ich war damals komplett auf mich allein gestellt. Also da habe ich mich so einsam gefühlt wie kaum zuvor in meinem Leben, weil ich ja schon immer in Häkchen Einzelkämpferin war. Ich habe mich durch so viele, über so viele Hürden hinweg gekämpft, ohne, zum Beispiel ohne Volontariat und ohne Politik. Wissenschaftsstudium, dann im Heute-Journal die Nachrichten zu leiten. Das heißt ja, man wählt die selber aus, man schreibt die selber und man präsentiert die dann. Das ist ein echt taffer Job in diesem Tanker-ZDF, wo es natürlich auch Mobbing gibt. Das gehört einfach dazu, dass es ein exponierter Job und Konkurrenz gibt. Ja, also das war elementar. Und beim zweiten Mal habe ich sogar, als ich wieder in so eine Krise kam, die medial verursacht war, habe ich sogar einen ganz schweren psychisch bedingten allergischen Schock bekommen. Ehrlich? Das war auf Mallorca. Da haben wir Leute heute gestartet und die Quoten stimmten nicht. Wir waren damals noch vor der Heute-Sendung platziert, um die Heute-Sendung in der Quote nach oben zu bringen, ähnlich wie es eben RTL exklusiv und RTL aktuell machen. Funktioniert aber nicht, weil wir auch sehr wenig Vorbereitungszeit hatten, nämlich nur 2 Monate, und die Sendung war auch nicht gut am Anfang. Und es gab dann ganz schnell Gerüchte, ich wurde abgesetzt, und die Sendung, also der Chefredakteur gab dann auch ein Interview, das ziemlich vernichtend war, auch was meine Person anging. Dann haben sich alle Medien drauf gestürzt, und als dann auch noch mein Redaktionsleiter mir in den Rücken fiel vor versammelter Mannschaft und sagte, quasi dann deutlich machte, ich sei schuld am Misserfolg, habe ich dann über Nacht einen solchen allergischen Schock bekommen. Wir waren damals auf Mallorca und haben jeden Tag eine Sendung aus Mallorca produziert. Deshalb war das Team auch ganz komplett zusammen gewesen. Bin ich ins Hotel und achte nachts auf einmal wirklich ein IT-Gesicht. Also aus den Augen, also Augen, die aus dem Kopf rollen, Lippen, die aussagen, wie alles. Ließ sich dann mit Cortison relativ schnell bewegen. Aber das zeigte die Dimension der psychischen Belastung auch. Ja. Was hast du aus der Zeit für dich gelernt, wie du mit Neidern, mit Kritikern umgehst? Du hast es natürlich im Extremen ja erlebt, von der Masse, von der Öffentlichkeit, von der Belastung, aber ich glaube, das ist eine Frage, die ja eigentlich so viele Menschen mir auch immer wieder stellen. Wie gehe ich mit Kritikern, mit negativen Menschen in meinem Umfeld um, die mich, muss ja gar nicht Mobbing sein, ne, aber die mich einfach blockieren? Was würdest du da sagen aus deiner Erfahrung? Mir hat damals der damalige Chef der Bild-Zeitung, hat mich angerufen, obwohl er mich gar nicht kannte. Eine ganz großartige Persönlichkeit. Er hat damals aber nicht mehr Chef der Bild-Zeitung, er war damals Kolumnist, war schon eben älter. Hat mich angerufen und hat gesagt, so, ich lese ja, was hier alles passiert. Wenn du jetzt in den Sack haust, wenn du aufhörst, dann bist du erledigt. Mach einfach weiter. Verkriech dich als Schildkröte in deinen Panzer. Leg dir einen Panzer zu, wenn du noch keinen hast. Vergiss die da draußen. Gib dein Bestes und mach weiter. Das war der beste Rat, den mir ein Mensch geben konnte. Ich habe einfach weitergemacht. Und habe natürlich, weil ich auch schon damals auf einem spirituellen Weg war, mich stark darauf konzentriert, was sind die Kräfte in mir, wofür lebe ich. Und wenn alles zusammenbricht, was ist denn dann? Das ist na und? Ein nicht trotziges, sondern ein spirituelles Na und? Du lebst, sich wirklich reduzieren auf das Wesentliche. Du lebst, du bist gesund, du hast dieses große Geschenk des Lebens. Und daraus machst du wieder das Beste. Und wenn du jetzt hier scheitern solltest, fängst du von vorne an, vielleicht wieder ganz von vorne, ganz was anderes. Aber
du ignorierst das Negative, du lebst aus dem Positiven in dir und das Negative prallt am Schildkrötenpanzer ab. Ja, das heißt, nicht jetzt irgendwie anfangen, sich zu rechtfertigen, Gegendarstellungen, was weiß ich, also Politik in eigener Sache zu machen, gegen die äußeren Anfeindungen, sondern einfach nur verfolgt deinen eigenen Weg. Ja, und, ja. Wenn es tatsächlich eher abschneiden und so irreführende Geschichten gegeben hätte, die dann auch wieder abgeschrieben werden, die mich wirklich falsch dargestellt hätten, dann hätte ich auch Gegendarstellungen dazu. Und es ging ja nur gegen andere Personen. Es ging ja nur unter die Götter. Es passt eh ganz gut, weil ich an der Stelle eigentlich auch ein bisschen nochmal auf dein Buch zu sprechen kommen möchte. Es hat ja diesen schönen Titel Sei du der Leuchtturm deines Lebens. Du groß geschrieben. Ich fand diese Leuchtturmmetapher in diesem Buch, das ich ja wirklich in großen Teilen schon gelesen habe und übrigens nochmal lesen werde, weil da sind so viele Weisheiten auch drin, das ist ganz toll. Ich fand diese Leuchtturmmetapher so schön von diesem Zitat auch, das so in die Richtung ging, der Leuchtturm kommt nicht zu den Schiffen oder so ähnlich war das, ne? Ja, der ruft nicht die Schiffe, dass sie zu ihm kommen sollen, genau. Sondern er steht einfach da. Ja, ja. Und ja. Was ist die Kernbotschaft dieses Buches für dich? Die Kernbotschaft ist letztlich die Unterzeile, selbstbestimmt und frei durch innere Führung. Mhm. Die Haltung der inneren Führung, dass ich ganz und gar verantwortlich bin für das, was in mir passiert und dass ich das auch trainieren kann, was in mir passiert. Das ist ja etwas, was wir nicht lernen, was wir auch in der Schule nicht lernen, was wir häufig in der Familie, weil woher soll es kommen, wenn es keine gesellschaftliche Vereinbarung gibt, dass man so ein Thema wichtig findet. Also sich selbst zu führen und das, indem ich ein inneres Ziel entwickle. Dieses innere Ziel muss mir immer wieder bewusst werden. Verliere ich leicht mal aus dem Sinn, weil ich so unglaublich, weil wir in einer Welt der Zerstreuung, wie Odilo Lechner so schön sagte, du zerstreust dich wie Salz auf dem Tisch. Weil wir in diesen Zeiten der extremen Zerstreuung leben und das tue ich ja auch. Sich immer wieder zu fokussieren auf das innere Ziel und dann für mich, wenn ich auf der Entwicklungsstufe, sage ich jetzt mal, tatsächlich die beiden Seiten an mir, die des Verstandes und die der Spiritualität und der Intuition in so einen geführten Dialog zu bringen, dass ich eine neue Ebene des Komplexitätslebens und Empfindens erreiche. Das Letztere muss nicht für jeden gelten, aber die Haltung der Selbstführung und das Wissen um die Wirklichkeit des Selbsttrainierens der inneren Welt im Innen und Außen, das ist das Wichtige. Das ist das Ziel des Buches. Okay. Du gehst in dem Buch unter anderem ja auch mit dem Thema der Anerkennungssucht oder des Anerkennungsstrebens von Menschen ja schon auch hart ins Gericht, finde ich, zu Recht. Jetzt komme ich natürlich wieder mit meinem Wissen hier, Motive, Lebensmotive, Motivstrukturanalysen, jetzt gibt es das Lebensmotiv Anerkennung, manche brauchen es, denen tut es gut, manche brauchen es nicht so sehr. Ich glaube ja nicht, dass es was ist, was du ablehnst, weil ich glaube, es ist ja ein Teil von jedem Menschen, aber wo siehst du den Mittelweg? Also wie gehen wir denn mit diesem Anerkennungsstreben, das ja so viele Menschen auch haben und ich glaube auch, dass immer, also ich habe das Gefühl, es wird auch immer stärker auf eine gewisse Art und Weise. Wie würdest du sagen, geht man denn richtig damit um oder was ist da dein Learning dazu? Tatsächlich die buddhistische Herangehensweise to be detached, abgelöst sein, über sich selbst wissen, ich brauche Anerkennung und ich finde das ganz toll. Und auch mit einem Humor sagen zu können, oh super, das tut jetzt meinem Ego richtig gut. Das ist eine Droge, die ist wie Wein, wie Süßigkeiten, wie Geschwindigkeit, es tut gut. Zu wissen, es ist nicht der Sinn des Lebens. Also deutlich zu machen, das sind Dinge, die mich motivieren, die mich antreiben, die toll sind. Aber ich muss für mich wissen, es ist nur Oberfläche. Das, was mich wirklich trägt, ist was anderes. Ist meine innere Kraft, meine innere Stärke, ist meine Verbundenheit mit dem Sein, ist das Bewusstsein für ein Ziel, das Wissen, dass ich mich selbst dorthin trainieren kann mit beiden Seiten meiner Existenz. Das sind ganz
ganz andere Dimension. Also letztlich die Oberflächlichkeit und die Begrenztheit der Drogenanerkennung erkennen und damit spielen. Wie würdest du empfehlen, dass Menschen was Menschen tun können, um dieser Droge nicht zu verfallen? Das ist ja ein schmaler Grat, ne? Meine Übung täglich ist loben, loben, loben. Andere loben. Mhm. Also Anerkennung schenken. Teilen. Mhm. Und immer wieder sich selber auch ironisieren. Und gerade weil manchen Menschen mir gegenüber, oh, jetzt habe ich die Frau Huge kennengelernt oder was auch immer. Und das Gefühl geben, es macht mir, es ist eine große Ehre, sie kennenzulernen. Mhm. Und das meine ich ernst. Mhm. Ja. Also die Wertschätzung Menschen gegenüber, die Wertschätzung Erreichung und Leistung gegenüber. Und zum Beispiel eine Bäuerin, die ich in der Schweiz kennengelernt habe, die Unglaubliches leistet, ihr zu zeigen, ich finde das wahnsinnig, was du da erschaffst. Mhm. Also die Anerkennung geben, das hilft schon mal sehr, sich der eigenen Sucht nach Anerkennung bewusst zu werden und sich selbst ironisieren. Das habe ich mir jetzt hier schon gehört. Ich habe jetzt wieder am Tisch erzählt, was ich alles Tolles mache, weil ich von euch die Anerkennung haben will. Und dann in dem Augenblick, wo ich es erkenne, umdrehen und dann fragen. Nicht ständig von mir erzählten Menschen fragen, herausfinden, wie die leben. Und damit mich von der Seite also mit meiner eigenen Drogensucht spielerisch umgehen. Sehr gut, ja, das ist ein super Tipp. Eine letzte Frage habe ich an dich noch. Das ist eigentlich meine Lieblingsfrage immer. Deswegen kommt sie immer als letzte Frage. Wenn du ich weiß nicht, wie alt willst du werden? 100? Was hast du vor? So? Es bin tatsächlich so drauf, dass ich sage, so lange wie mir Gott oder wie mir das Leben schickt. Okay, gut. Also dann gehen wir mal aus. Davon 90 wirst du auf alle Fälle. Wenn du die 90-jährige Nina heute treffen könntest und ihr würdet zusammen zu einem Kaffee gehen und du könntest sie ein bisschen um Rat fragen und sie könnte dich coachen mit ihrer noch mehr weiter gewachsenen Lebenserfahrung und Weisheit und Ruhe und was auch immer. Was denkst du, würde dir heute die 90-jährige Nina raten? Was würde die 90-jährige Nina, der heutigen Nina, was würde dir empfehlen für ihr Leben? Also spontan sagt mir jetzt meine rechte Gehirnhälfte, das ist die für die Intuition, die drei Worte, die Süße, das sind vier Worte, die Süße des Lebens. Also sie würde mir sagen, pass mal auf, Baby, jetzt bist du zarte 61 und hast viel an dir gearbeitet, mach das weiter, arbeite auch weiter an deinen Büchern und die drei Hochleisterin auf der Bühne mit deinen Kongressen. Und wenn du diese Dialogsache da, von der du immer redest, mit Verstand und also eben spirituelle Intelligenz mit Verstand und Spiritualität, mach dir die Süße des Lebens, die jeden Augenblick zu genießen ist, mach dir das noch tiefer bewusst. Mach dir das auch als ein Leuchtturm, ein Strahl des Leuchtturms in dir bewusst. Sehr schön. Das ist ein schönes Schlusswort. Ich danke dir ganz herzlich. Jesus.